So, liebe Jagdfreunde, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu meiner heutigen Drückjagd. Mein Jagdpartner für diese Saison wird euch nachher anstellen und euch auch was zu Schusssicherung sagen, jeweils beim Anstellen. Ich hoffe, dass jeder einen gültigen Jagdschein besitzt. Wir machen heute keine Kontrollen und ich werde euch jetzt was sagen zu dem Abschussplan und zu den Freigaben. Freigaben sind Rotwild, männlich, jeweils einer pro Schütze. Rotwild weiblich, zwei pro Schütze. Dammwild männlich, einen pro Schütze. Damm weiblich, komplett frei. Zu dem Dammwild männlich muss ich noch sagen, bloß bis zur Stufe 3, also einschließlich. Schwarzwild ist komplett frei. Rehwild komplett zu. Raubwild komplett frei. Federwild ist zu und Kaninchen sind auch zu. Wisente sind auch zu. Diese Freigabe bezieht sich wahrscheinlich erst auf die rechte Seite des Flusses, also da, wo wir sind. Wir gehen nachher rüber auf die andere Seite. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Jagdverlauf. Passt auf eure Partner auf, die neben euch sitzen, dass keine Unfälle passieren. Der Stefan wird euch jetzt anstellen. So, und damit nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Wir sind hier heute in Müllerwald auf einer Drückjagd eingeladen. Wieder der ein oder andere dabei, der auch für mich aufnimmt. Ich habe da hinten schon eben Fuchs gesehen, kurz. Und beim Anstellen stand hier auch ein Dammhirsch auf dem Feld, der ist jetzt aber weg. Die anderen laufen da hinten gerade noch. Ja, mal gucken. Ich bin ganz gespannt, was das hier wird. Wir werden das Ganze wieder nachvertonen und dann gucken wir am Ende, was wir so auf der Strecke haben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ja, und dann bleiben wir auch direkt mal zu Anfang bei mir, denn der Dreierhirsch ist wieder angewechselt und den werde ich jetzt schießen. Ja, ich wollte da vorne auf dem Stich schießen, das Herz treffen, hat nicht ganz geklappt, war die Lunge, lag aber trotzdem noch kurzer Todflucht dann. So, wir machen jetzt schnell beim Peter weiter, denn da sind schon Sauen am Stand. Ja, zwei lagen im Knall, die andere ist noch kurz geflüchtet. Passt alles. Ja, Weidmannsheil Jürgen zum ersten Schwein. Jetzt geht's weiter. Auch sauber da. Beide Stücken Dammwild flüchtig erlegt. Sehr, sehr schön, das war schon mal ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal zum Peter rüber. Ja, beim Peter liegt jetzt auch noch ein Fuchs zu den Schweinchen. Sehr schön, das freut mich. Das war es tatsächlich dann auch schon mit dem ersten Treiben, war nicht so erfolgreich. Wir gehen gleich rüber ins zweite Treiben. Da sollte es für mich ganz spannend starten und schaut mal selbst, was da los war.
Leider habe ich vergessen, hier mein Mikrofon auszuschalten, aber ist auch egal. Da lagen schon mal zwei Sauen, aber die kommen noch mal wieder. Ja, Nummer 3 liegt jetzt auch. Sehr, sehr schön. Ja, ihr hört leider ein bisschen die Tastatur und die Maus im Hintergrund. Das ist aber nicht so schlimm, denke ich. Denn ihr seht jetzt noch mal einen Abschuss von einer Sau. Ja, das war es jetzt aber endgültig von den Schweinchen. 4 Stück hatte ich am Ende liegen. Das war schon mal eine super Strecke. Ein guter Start ins zweite Treiben. Darauf kann man aufbauen, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir mal zum lieben Edgar rüber. Tatsächlich musste ich sehr lachen, als ich dieses Klick gehört habe. Da war die Waffe noch nicht geladen. Ja, eigentlich ein gutes Zeichen, dass Edgar sehr auf Sicherheit achtet. Aber somit hat er eine Chance auf ein Stück Rotwild verpennt. Naja, nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal zum lieben Julian rüber. Relativ schwierig zu erkennen, aber die Sau liegt. Jetzt gehen wir zu meinem Stück Rotwild. Da eigentlich fast das gleiche Problem. Ich wollte wieder auf den Stich ins Herz schießen, habe dann nur die Lunge getroffen, lag trotzdem nach kurzer Todflucht. Das hat soweit ganz gut geklappt, finde ich. Passiert, passiert. Aber das ist normal. Jetzt gucken wir nochmal zu Jörn rüber. Der hat nämlich noch ein Stück Dammwild für uns parat. Besser gesagt, 2 Stücken damit. Das lief sehr schön und wir gucken uns noch einen Fuchs bei mir an. Bisschen schwierig zu erkennen, aber der Fuchs lag da. Und dann im Busch, der hatte eine saubere Kugel. Sehr schön. Das war das zweite Treiben und somit auch die ganze Drückjagd im Müllerwald. Wir hören uns noch die Absprache an. So, liebe Jagdfreunde, dann bedanke ich mich erstmal für die Teilnahme. Dankeschön für die Einladung. Danke. Ich nenne euch mal kurz die Strecke. Es wurden 12 Sauen geschossen, 17 Mal Dammwild, 3 Füchse und komischerweise nur 2 Rothirsche. Und davon ein Siebener. Ich werde das dann gleich alles eintragen mit männlich-weiblich. Danke mich nochmal und treffen uns zum fröhlichen Zusammensein und gemütlich zusammen zum Abendessen im Goldenen Hirschen. So, ja, Jagd vorbei, ihr habt es gehört. Leider war das soundtechnisch heute alles nicht so schön. Ich hoffe, ihr nehmt das so hin und das ist für euch okay. Beim nächsten Mal wird es wieder besser, das verspreche ich euch. Und ja, bei mir auch eine ganz gute Strecke. Ich bin im Endeffekt auch Schützenkönig geworden, tatsächlich Jagdkönig. Das hat mich sehr gefreut. Gerade der letzte Stand war dann doch nochmal echt, echt gut. Und von daher war das eine ganz erfolgreiche Drückjagd. Und wenn das auch so eure Meinung ist, dann lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wenn euch die Videos gefallen, auch gerne ein Abo. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann würde ich sagen, dass man sich im nächsten Video wieder sieht. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao!